Aber so nicht immer so Abstände halten. Denn Jung und Alt ist passen schon zusammen, wenn es will. Ja, das ist meine Kung-Fu-Kakerlake und ich nenne sie Fred. Ja, wir haben viel über ihr Leben kennengelernt. Sie haben auch viel von uns gelernt, wie die jungen Leute zurzeit so drauf sind. Ich habe da ein 6-jähriges Mädchen aus der Volksschule, die ist sowieso auch am Boden. Und da, die war wie meine eigene Enkelin, also ganz, ganz lieb. S-Bahn-Station Atzgersdorf. Sie sind der Initiator dieser Idee. Sie machen das in Kooperation mit der Agenda, der Anton-Krieger-Gasse, dem Generationendialog und der offenen Volksschule. Wie ist denn zu der Idee überhaupt gekommen? Auslöser war ein Beschwerdemail eines Bürgers hier aus dem Grätzl, der empört war über die obszönen Graffiti-Schmierereien auf diesem Mittelpfeiler. Es ist dann gelungen, dass einmal das übermalt wurde. Man sieht es am oberen Ende des Kunstwerkes immer noch. Und dann habe ich überlegt, was kann man tun, um die Graffiti-Sprayer für dahin abzuhalten, weiter zu tun. Und da ist mir eingefallen, auf den Vis-à-vis-Seiten, dort gibt es schon Kunstwerke von Kindern. Und die sind auch nicht übermalt. Das ist dieser Kodex. Das Kunstwerk des einen ist tabu für den anderen. Ich unterrichte seit heuer eine Klasse, eine Integrationsklasse, mit denen ich auch den Mühlengrund schon besucht habe. Die Kinder, die waren also ganz begeistert, die Jugendlichen, die großen Kinder, wie sie gehört haben, dass man Kunst mit der Zusammenarbeit mit älteren Leuten verbinden kann. Dann ging es nur darum, wie machen wir das am besten. Der Bezirksrat Valletta kam dazu und sagte, dass hier eine riesige Fläche zur Verfügung stünde, wo wirklich viele Leute mitarbeiten können, gemeinsam mit einer Volksschule. Und das Tolle ist, dass wir sonst nur mit älteren Leuten Kontakt hatten und diesmal sozusagen 3 Generationen zusammenarbeiten. Volksschülerinnen, AHS-Schülerinnen und die Senioren. Und Jung und Alt ist ja immer schön, nicht? Man soll sich ja schauen, dass man eine Einheit findet, dass sie sehen, dass auch die Alten noch lustig sein können und mittun. Und das, glaube ich, ist schon wichtig. Und man soll nicht immer so Abstände halten. Denn Jung und Alt ist, passen schon zusammen, wenn es will. Weil es hat sicher jeder eine Oma oder umgeht. Und ich glaube, das geht schon. Hat sich da irgendein Gespräch ergeben? Ja, da ist ein nettes Mädchen dabei gewesen. Sogar, ich glaube, das ist eine Türkin, die ist sehr nett, spricht sehr gut. Hat mir gesagt, sie kann 3 Sprachen. Also wirklich nett, die bemüht sich sehr. Abdel und Nikolaus, ihr seid beide Schüler der Anton-Krieger-Gasse, Klasse 6C. Seid da mit dem Professor Zahn. Und ihr habt ein gemeinsames Bild gemalt. Könnt ihr, oder du Abdel, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also wir hatten die Idee, da er ein Österreicher ist und ich ein Ägypter, sozusagen beide Länder zu vereinen und haben halt die ägyptische Fahne und die österreichische ineinander verschmolzen. Ja, wir haben uns vorher kurz überlegt, was wir da alles abbilden können und ich und der Abdel haben uns halt gedacht, dass das eine nette Idee wäre, weil es halt öffentlich zu sehen ist und wir nicht nur in unsere Zeichenblöcke zeichnen müssen und dann haben wir gedacht, verwirklichen wir uns dieses Wappen da an der Wand. Ja, das ist meine Kung-Fu-Kakerlake und ich nenne sie Fred. Und da bin ich zuerst auf Killerkaninchen gekommen. Und dann ist es mir aber eine Geschichte von Freunden eingefallen, die auf Urlaub waren. Und sie wollten halt eine Kakerlake, die in der Dusche gesessen ist, mit dem Schlappen erschlagen. Aber die Kakerlake ist in den Ansprungen, seitdem nennen wir sie halt die Kung-Fu-Kakerlake. So, also eins ist weiter vorne, das ist, sind ein schwarzer und ein weißer Drache. Dann einen Phönix, der ist gleich da. Die Schattenblume und der Nachtfuchs. Die habe ich gemacht, weil mir die Ideen ausgegangen sind.
und ich habe sie am Vormittag gesehen, ganz intensiv mit einem jungen Mädchen von der Volksschule. Sind meine Lieblingsgeschöpfe sozusagen für die Kleinen, ne? Weil sie so potzig und so tüchtig sind. Nicht? Wir fahren ja da öfters vorbei. Und wenn es auch vom Heurigen ist, ich sag's wie es ist. Nicht? Weil wir da gewohnt in der Gregorigasse, nicht? Und da war es nicht sehr weit zu Hause und da ist man da durchgefahren. Aber das ist wunderbar, schön. Und was halten Sie überhaupt von der Idee, dass man im öffentlichen Raum so betonierte Flächen auch mit Kindern und Jugendlichen bunt bemalt? Ja, na, das würde ich sogar begrüßen. Ja, weil die Kinder sind, abgesehen von unserer Zukunft, aber trotzdem, sie können sehr lieb sein, nicht? Ja, also mir ist besonders nett aufgefallen, richtig herzig, wie der Herr Kappel, der einzige ältere Herr, der hier ist, von einer etwa 8-jährigen Volksschülerin die Farben gereicht bekommen hat. Die Farbenpalette hat sie ihm hingehalten. Er ist besonders darauf spezialisiert, Tiere zu malen. Und ich glaube, das hat dem Mädchen auch sehr gut gefallen. Also die haben richtig eine kleine Freundschaft geschlossen beim Malen. Und wenn ich heute diesen ganzen Tag Revue passieren lasse und so manche berührende Szenen, speziell dann, wenn ein alter Mann mit einem ganz jungen Mädchen so Hand in Hand, so harmonisch da ein Feld bemalt, also das hat mich für ein Jahr Stress und Organisationsärger wirklich entschädigt. Ich mache das gern wieder. Ja, wir sind heute zusammengekommen, um eine Präsentation des Buches Lucuja im Haus am Mühlengrund zu sehen. Wir freuen uns schon sehr drauf. Dieses Projekt hat jugendliche Schüler und Schülerinnen von der Anton-Krieger-Gasse und Bewohner und Bewohnerinnen unseres Hauses näher gebracht. Und dieses interessante Projekt wollen wir heute sehen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass sich die Wände schon ausbauchen nach außen, weil der Saal fast zu klein geworden ist für uns. Mein Name ist Manfred Saar. Ich arbeite mit der Agenda 21, Gruppe Generationendialog, seit 7 Jahren an gemeinsamen Projekten, die hier das Haus am Mühlengrund und vor allem die Schule Anton-Krieger-Gasse betreffen. Diesmal hat auch die Volksschule Erlarschleife mitgearbeitet. Lucuja war ein Projekt oder ist ein Projekt, das wir jetzt das letzte Jahr in Angriff genommen haben. Es war die Idee vom Herrn Professor Czar, ein Buch zu gestalten zwischen älteren Menschen und Schülern. Eine Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt. Eine Idee war, so wie früher die Poesiealbum, heute die Freundschaftsbücher, so etwas ins Leben zu rufen. Da hatte ich die Idee, weil ich schon so im Zusammenstellen von Büchern war, dass wir ein Kunstbuch herausbringen, in dem abwechselnd Kunstwerke von jungen und von älteren Leuten und von ganz jungen Leuten, von Kindergartenkindern oder Volksschülerinnen sind. Und an diesem Projekt haben wir dann von September 2012 bis Mai 2013 gearbeitet. Und es gipfelte jetzt in diesem, glaube ich, recht netten Druckergebnis. Also uns hat das Projekt sehr gut gefallen, weil speziell unsere Klasse noch nie sowas gemacht hat und es war unser erstes Projekt, weil ab der 6. Klasse fängt man mit aufwendigen Projekten an und wir waren sehr überrascht. Die Arbeit hat sehr gut funktioniert mit den Senioren und Seniorinnen und wir haben viel über ihr Leben kennengelernt und sie auch viel über uns und wir haben es immer genossen, sie hier zu besuchen.
Also ich würde auf jeden Fall wieder bei diesem Projekt mitmachen, weil ich sehr viel gelernt habe vom Leben von den alten Leuten. Sie haben sehr viel erzählt. Sie haben auch viel von uns gelernt, wie die jungen Leute zurzeit so drauf sind. Und ich fand das sehr interessant, dass so die Leben ausgetauscht wurden und die Geschichten vom Leben. Wenn man Medien aufschlägt, liest man und hört man immer öfter, es gibt einen Generationenkonflikt. Die Jungen leben auf Kosten der Alten, die Alten und älteren Menschen sind nicht ganz einverstanden mit der Lebensart der Jugend. Und ich glaube, das ist schlecht. Insgesamt funktioniert in der Praxis dieser Generationenvertrag in Österreich noch sehr gut. Die Jungen sind da hier beteiligt und auch die Älteren verstehen das, aber immer wieder ist es auch gut in der Praxis Projekte wie dieses zu haben. Das Spezielle an diesem Projekt heute ist da einmal mehr, dass die Generationen ein lebendiges Miteinander zeigen und dass hier die Theorie Generationendialog, Generationenvertrag in der Praxis hervorragend gelebt wird. Ja, die Agenda begleitet den Generationendialog seit 7 Jahren. Die fixen Kooperationspartner sind die Anton-Krieger-Gasse und das Haus am Mühlengrund. Und wir haben schon sehr viele Aktionen gemeinsam gemacht. Und das ist so ein Begegnungsraum, wo Ältere und Junge zusammenkommen, was gemeinsam entwickeln und dann wirklich immer wieder, muss ich selber ein bisschen schwärmen, tolle Projekte entstehen. Ich habe mit dieser Aktion und überhaupt mit diesem Projekt sehr gerne mitgemacht. Ich bin immer dafür eingetreten, dass Jugend mit den Alten und die Alten mit den Jungen zusammenarbeiten. Mir hat am besten gefallen erst einmal die Malaktion mit der Unterführung und dann zweitens auch die vielen Mal- und Buchvorschläge von alten Büchern und so weiter, die die Damen angegeben haben. Ich hatte ein 6-jähriges Mädchen aus der Volksschule, die ist sowieso auch am Boden. Und die war wie meine eigene Enkelin, also ganz, ganz lieb. Hat viel erzählt und war sehr, sehr lieb.